Unser nächster Talk ist von Leuten von Sea-Watch. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die zivile Seenotrettung machen. Und sie sprechen über neue Technologien, die an den europäischen Außengrenzen verwendet werden. Und diese Technologien werden gegen Menschenrechte eingesetzt. Bitte heißt auf der Bühne willkommen die beiden Speakerinnen Alina und Nismik. Nissen. Hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir sprechen über Frontex und die Überwachungssysteme an der europäischen Außengrenze. Ich arbeite seit 2016 an der IT von Sea-Watch. Und Alina kann heute nicht hier sein. Deswegen habe ich die andere Person, deren Namen ich Neska. Ich bin Neska, ich habe seit anderthalb Jahren bei Sea-Watch in den Flugoperationen gearbeitet und wie das war, ich kann darüber erzählen, wie das ist, neben Frontex Flugzeugen zu fliegen. Wir starten mit einem kurzen Video und dieser Video ist ein Grund, warum ich angefangen habe, diesen Talk zu geben. Dieses Video kommt von einer Entwicklerkonferenz von Esri, die Geoinformationssoftware für Regierungen und so weiter herstellen. Und die hatten ein Überwachungssystem und ich habe da mit den Entwicklern gesprochen. Oder das, da in dem Video wird darüber gesprochen, wie Leute dort eingestellt werden. Und das werdet ihr jetzt gleich in dem Video sehen. Wenn ihr hier die europäische Flagge seht, dann geht es vielleicht um die Minimalgröße von Bananen, die in der EU verkauft werden dürfen. Aber wir sprechen hier über wichtigere Sachen. Wir sprechen über innere Sicherheit. Wir sprechen über Herausforderungen, über die wir als Europa sprechen. Und die Agentur Frontex, wie diese Agentur hilft, den Mitgliedstaaten diese Herausforderungen zu meistern. Und für uns geht es darum, wie wir die Mitgliedstaaten helfen können, die Toten im Mittelmeer, an Meer und an den Außengrenzen, wie wir da die Zahl der Toten reduzieren können. Darüber sprechen wir. Wir sprechen hier über diese Leute. Sie versuchen immer mehr zu verstecken, sich in den Migrantenströmen zu verstecken, die nach Europa kommen. Später in meiner Präsentation zeige ich, wie die Migranten, die auf kleinen Booten versuchen, nach Europa zu kommen, wie das die perfekte Umgebung ist, wenn da einfach eine Person an Bord ist, die mit Ebola infiziert ist, dann kann das gesamte Boot infiziert ist. Und stellt euch einfach vor, was passiert, wenn dieses Boot in Italien landet oder in Griechenland landet. Und die von euch, wir als Agentur versuchen, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, Fähigkeiten zu entwickeln und Kapazitäten zu haben, um ihren Job gut zu machen. Und diese Kapazitäten, das sind smarte Technologien, und Risikomanagement und Risikoanalysen, das ist einer der wichtigsten Teile unseres Jobs. Ein wichtigstes legales Rahmen für das, was wir hier machen, ist, dass wir versuchen, Menschenleben zu retten, dass wir grenzübergreifende Kriminalität verhindern und dass wir so gut wie wir können die Kriminellen und Terroristen, die versuchen, die Grenzen zu überschreiten, dass wir die kontrollieren. Deswegen haben wir dieses Überwachungssystem an der Außengrenze, das wichtigste Werkzeug, um die Reaktionszeiten an den Außengrenzen kurz zu halten. Das wichtigste Ziel davon ist, dass wir so viele Menschen wie möglich retten, dass wir Kriminelle identifizieren und davon abhalten, nach Europa zu kommen. Und das ist das Wichtigste.
Vor ein paar Jahren haben wir entschieden, dass wir in neue Technologien investieren und die, es ist ein neues Produkt, was wir, an dem wir arbeiten. Und die Datenquellen, die wir haben, wir sind ein bisschen limitiert und wir schauen immer nach neuen Datenquellen und es gibt für neue Datenquellen gibt es kein Limit. Wir versuchen alle Datenformate zu unterstützen. Es geht nur darum, dass wir die tatsächlich finden können. Das ist unsere Hauptplattform. Das sind unsere Hauptfähigkeiten, die wir haben. Das, was ich werde euch hier das jetzt nicht diese Grundlagen zeigen, das ist euch wahrscheinlich bekannt. Wir haben entschieden, dass wir einige Rahmenbedingungen hier einbinden wollen. Und was ich jetzt gleich mache und was unsere User machen mit Fingern auf Touchpads, ist, dass sie auf den Touchpads Daten anzeigen lassen auf dem Bildschirm. Wir versuchen mit verschiedenen Report-Systemen, mit Satelliten und Flugzeugen Daten zu erfassen und auszuwerten, zum Beispiel Fischerboote, also alles, was irgendein Transponder darauf hat, können wir hier auf dieser Anzeige sehen. Das ist sehr wichtig für uns und unsere Operatoren. Was weiteres, was wir versuchen zu tun, ist für die User digitale Wetterdaten anzuzeigen über dem Meer. Dass unsere Officers da reinzoomen können in die Area, in das Gebiet, was sie interessiert. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen um 6 Uhr, wie hoch die Wellen sind. Und die Person kann dann schauen, wie sich das in den nächsten 6 Stunden entwickelt. Und das kann dabei helfen, herauszufinden, wo ein Schiff in ein paar Stunden landen wird. Wir können hier noch mehr Daten anzeigen, zum Beispiel auch die Temperatur. Und das hilft uns einzuschätzen, wo das Boot mit bestimmten Motoren dann landen kann oder enden kann. Das hier ist ungefähr 40% unseres Jobs. 60% von unserem Job sind Risikoanalysen, wo wir Geoinformationssysteme verwenden, um vorhersehen zu können, wie sich die Situation in der Zukunft verändert und wie die Trends sind. Und wir versuchen, das zu visualisieren, um darauf Entscheidungen treffen zu können. Und wir wollen damit aufzeigen, in einfachen Wegen, wie sich die Situation verändern wird. Und wir versuchen, das auf Karten darzustellen, auf Weltkarten. Und das ist ein hilfreiches Beispiel dafür, wie dieses GIS-System unterstützen kann, damit wir uns sicherer fühlen. Und ich möchte euch danken, euch von Esri, dass ihr durch den Job, den ihr macht, diese Leute rettet, diese Kinder rettet. Vielleicht nicht spezifisch diese. Ich kann euch leider jetzt nicht hier die tatsächlichen Kinder zeigen, aus rechtlichen Gründen. Aber ihr könnt sagen, ja, ihr habt daran teilgehabt, dass ihr die Regierung damit unterstützt habt, was ihr in eurer Arbeit geleistet habt. Entschuldigung, dass wir ein so langes Video gezeigt haben. Wir haben es bereits geschnitten, weil wir wollten keinen so langen Block zeigen. Aber wir haben uns gedacht, dass es sehr interessant sein kann, das zu zeigen, wie sie verkaufen, was sie machen. Wir können sehen, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt werden wir kurz über das Schengen-Gebiet reden. Und 1985 ist das Schengen-Gebiet gegründet worden, 1995 ist es das dann tatsächlich geworden und auf 2006 geht der Schengen Borders Code zurück. Die Länder müssen
legen fest, wie streng und wie formalisiert diese Grenzen sind. Und dadurch wurde Frontex gegründet. Das Ganze wurde European Borders Coastline Agency genannt. Im Grunde genommen organisieren sie die Grenzkontrollen innerhalb der EU und innerhalb des Schengen-Gebietes, aber auch an den Grenzen zu Drittländern und sie organisieren die Grenzkontrollen so, dass sie für alle Länder da sind. Sie machen die Kooperation zwischen den verschiedenen nationalen Polizeien einfacher, aber auch für den Handel. Sie analysieren dabei das Risiko. Wenn wir uns das Budget von Frontex anschauen, sehen wir erst einen leichten Anstieg, vor allem in den nächsten Jahren. Vor allem wegen der jetzigen Situation in Europa. Und tatsächlich helfen sie nicht nur dort auf, wo es gebraucht ist, sondern sie bauen das Ganze einfach immer mehr auf mit sehr viel Geld. 2013 war Frontex da nicht mehr genug, sondern das europäische Grenzüberwachungssystem wurde aufgebaut. Es gibt da einen Rahmen, der ist etwas undefiniert. Das Budget dafür ist sehr hoch. Und das Ganze ist noch zu Frontex hinzugekommen. Es ist dort, um ein situatives Bild von der Situation in Europa darzustellen, auf einer Art Karte, und auch um die Grenzsituation zu analysieren, nicht nur mit Blick auf die direkten Grenzen, sondern auch in die Grenzgebiete. Es geht darum, welche Leute dorthin ziehen zum Beispiel. Sie wollen dafür Drohnen, Satelliten, Wasserdrohnen, Landdrohnen und so benutzen. Sie haben einfach zu viele James-Bond-Filme gesehen wahrscheinlich. Sie sagen, sie wollen Menschenleben retten. Ihr habt das auch in diesem Film gesehen, wie wichtig ihm die Kinder waren. Aber was sie tatsächlich machen, ist das genaue Gegenteil. Sie bauen die Grenzen auf. Und dieser Aspekt des Menschenlebenrettens wurde erst, nachdem es Opposition im Europäischen Parlament gab, hinzugefügt. Hier sieht man eine Formulierung der Europäischen Kommission danach, wo wieder gesagt wird, dass alles darüber ist, Menschenleben zu retten. Und nun sehen wir uns einiges an davon, wie sich Frontex präsentiert. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist ziemlich klein. Also sie haben Wetterdaten und EAS-Daten über die Position und die Satellitenbilder und noch viel mehr. Und das alles packen sie in diesen einen kombinierten Service. So eine Art Web-Service ist das. Wenn ihr genau darüber nachdenkt, wie viele Daten dort versammelt sind und welche Entscheidungen aufgrund dieser Daten gefällt werden, dann seht ihr, wie diese Frontex-Organisationen arbeiten. Sie sind verbunden mit den europäischen Militärmissionen und das alles geht zusammen in diese Datenmenge. Diese Daten sind von 2014 und es sind da komplette Datenquellen von allem, was tatsächlich passiert damals. Also es gibt von jedem Handelsschiff Positionsdaten. Wir erzählen euch auch später, warum. Und das ist alles in dieser Art Blackbox Frontex zusammengefasst und eingeschlossen. Was wirklich wichtig ist zu wissen, vor allem, wenn wir darüber denken, sehen Sie, was passiert, sehen Sie, wenn Menschen sterben, ist, dass diese Satelliten
tatsächlich nur zu einem gewissen Prozentsatz, die das Mittelmeer filmen können. Sie bewegen sich die ganze Zeit und sind nicht überall, sondern sie machen ein Live-Picture von nur einem kleinen Teil, aber sie bewegen sich die ganze Zeit. Das heißt, wir haben hier einen Zeitrahmen, den könnt ihr dort sehen, also jeden Tag an einer unterschiedlichen Zeit gehen sie, um ein bestimmtes Gebiet anzusehen. Das heißt, sie haben nur 25%, das sie sehen können. Und ich erkläre das später nochmal, aber eine real-time, ganzzeitliche Überwachung von diesem Gebiet gibt es nicht. Hier seht ihr, wie sie das mit den automatisierten Analysen machen. Hier seht ihr, wenn ihr ein grünes Dreieck seht, dann... Die grünen Datenpunkte sind von dem EMS-System, wo die Daten gesendet wurden. Die roten Boote, das sind Boote, wo kein Signal gesendet wurde. Und das heißt, dass das, was Auffälliges ist irgendwie, wenn es zum Beispiel Richtung Lampedusa fährt, dann könnte das sein, was sie untersuchen sollten. Was interessant ist, wenn wir gleich auf den nächsten Fall schauen. Das heißt, wenn das hier wirklich funktioniert, heißt es, dass sie darüber entweder die europäischen Autoritäten informiert sollten oder die libyschen Institutionen informieren sollte. Also ich soll und die libyschen Daten oder die libysche Geschichte davon, da heißt häufig, dass diese Sachen, dass diese Boote einfach untergehen. Wir wissen es nicht sicher. Und wir sind uns nicht sicher, aber wir wissen, dass die libysche Küstenwache dieses Bild gepostet hat. Wir bekommen diese Informationen sonst normalerweise nicht. Wir wissen nicht, ob die wissen, wo die Boote sind, aber die libysche Küstenwache hat dieses Bild auf Facebook gepostet, was eindeutig ein Bild von einem Überwachungsflugzeug ist oder von einer Drohne, wo hier gezeigt wird, wo ein Boot gerettet wird. Und jetzt ist die große Frage, warum haben die diese Daten und wir haben die nicht? Wie Nick gerade gesagt hat, wäre es für uns wirklich großartig, für unsere Arbeit, wenn wir diese Informationen, wenn wir diese Daten hätten von den Flugzeugen und damit die Schiffe von den NGOs, die es auf dem Mittelmeer gibt, dass wir von dem Rettungskoordinierungssystem tatsächlich informiert werden können. Aber das passiert nicht, obwohl wir das nächste Boot manchmal sind. Aber wir werden nicht informiert, weil es nicht gewollt ist, dass wir die Leute in Richtung Europa retten. Und viele der Schiffe hängen ja aktuell auch in Häfen fest oder sind dieses Jahr auch in Häfen festgehalten worden, damit die nicht auslaufen konnten, um Menschen zu retten. Und viele der europäischen Institutionen wussten, dass es Boote gab, die in Gefahr waren und dass da nichts gemacht wurde. Und sie haben keine Rettung durchgeführt und die Boote wurden einfach auf dem Mittelmeer überlassen, teilweise für mehrere Wochen. Eines der bekanntesten Fälle davon dieses Jahr war ein kleines Gummiboot, was ihr hier auf dem Bild auch seht, mit 15 Leuten. Das ist am 1. August losgefahren in West-Libyen und das Boot war 11 Tage auf dem Meer, bevor es das erste Mal wahrgenommen wurde, gesehen wurde. Und es waren 11 Tage, in denen das Wetter wirklich gut war. Und in dieser Zeit wissen wir von mehreren Fällen, wo Frontex involviert war und europäische Flugzeuge involviert waren. Und trotzdem wurde dieser Fall darüber nicht berichtet. Und die haben behauptet, dass sie erst nach 11 Tagen von diesem Fall erfahren haben. Und nach 11 Tagen war nur noch ein Überlebender an Bord und 14 andere waren gestorben.
Von dem, was wir wahrgenommen haben über diese Tage, können wir annehmen, dass sie eigentlich von diesem Fall wussten früher und sich dazu entschieden haben, dieses Boot nicht zu retten. Das ist ein anderer Fall aus dem Juni dieses Jahr. Das ist ein Boot, das Alarmphone angerufen hat. Das ist eine Organisation, die eine Telefonnummer anbietet, wo Leute anrufen können über Satellitentelefone, wenn sie auf der Flucht sind. Und von Alarmphone wussten wir, dass dieses Boot bereits 3 Tage auf dem Meer war. Und bei dem Zeitpunkt, wo unser Flugzeug dieses Boot sehen konnte, das war schon der 3. Tag. Und zu dem Zeitpunkt hatten sie kein Benzin mehr. Und sie waren in der maltesischen Rettungsgebiet. Und was interessant daran ist, ist, dass das Militär von Malta bereits informiert war und Frontex war bereits auf dem Meer unterwegs. Und was sie normalerweise versuchen, ist, dass sie keine Kommunikation machen, die wir mitbekommen können, weil sie nicht wollen, dass wir davon hören, was sie da miteinander kommunizieren. In dem Fall hat aber der Pilot von dem Flugzeug das auf einem offenen Kanal gemacht und darüber gesprochen, dass sie bereits seit Stunden dieses Boot schon überwacht hatten oder beobachtet hatten. Und dadurch wissen wir, dass sie schon für Stunden davon wussten und sich entschieden hatten, das nicht zu retten. Wir sind dann 6 Stunden später dazu gekommen und zu dem Zeitpunkt hatten sie die immer noch nicht gerettet. Und zu dem Zeitpunkt mussten wir sie tatsächlich bedrohen, damit dass wir die Leute in den Hafen holen werden und die Tonaufnahmen haben. Und das ist unglücklicherweise eines unserer Hauptaufgaben geworden, dass wir die Sachen aufnehmen, was wir mitbekommen, um die ins Gericht mit aufzunehmen, damit die Leute, die hier auf dem Mittelmeer sonst sterben würden, überhaupt eine Chance hatten, auch wenn sie dann später vor Gericht um Asyl bitten. Und hier gibt es ein Bild von den maltesischen Schiffen, die hier einfach nur auf Standby sind, statt eine Rettung durchzuführen. Wir haben viele von diesen Fällen und in vielen dieser Situationen haben wir leider keine wirklichen Beweise, weil wir auch nicht für Ewigkeiten über dem Meer fliegen können. Wir können nur für 6 Stunden fliegen und wir können auch nicht alle Beweise selbst aufnehmen und alle Aufnahmen machen, um wirklich alles davon beweisen zu können. Aber das ist ein Beispiel davon, was da wirklich täglich passiert. Also worüber wir bis jetzt geredet haben mit den Programmen, die laufen bereits mittlerweile. Die werden im Moment schon aufgebaut, sodass sie dann auch tatsächlich laufen können. Aber was wirklich interessant ist, wenn wir in die Zukunft schauen, ist unter die uns genauer Horizon 2020 anzuschauen. Das ist ein Programm, wo sie ein Budget geben für Studien in Gebieten, die irgendwie für die Europäische Union politisch wichtig sind. Das sind 18 Millionen Euro, Entschuldigung. Das ist ziemlich viel Geld, das auch von Firmen wie zum Beispiel Thales zur Verfügung gestellt wird, die zum Beispiel so militärische Firmen sind. Das heißt, von denen geht sehr viel Wissenschaftsgeld dann in diese Sachen und ja, viel davon kann halt für militärische Zwecke benutzt werden. Das erste Wichtige ist Eye Border Control, so ist das genannt. Und die Idee darüber und wofür das sein soll, es geht um Personen von Drittländern, also aus den Staaten, aus Indien etc. Und die wollen nach Europa. Und die müssen dann durch einen bestimmten Prozess gehen, das heißt, sie müssen Visum beantragen. Und ja, wenn
Dabei wird bereits eine Risikoanalyse gemacht, wie gefährlich sie sein können. Und das Ganze kann schon passieren mit einer Webcam. Das heißt, die Idee ist, dass man mit einer Art Avatar spricht. Und dieser Avatar fragt Sachen. Und in dieser Webcam wird dein Gesicht und deine Mimik analysiert. Und dadurch wird herausgefunden, ob du gefährlich oder nicht gefährlich bist. Dieses System wurde auch schon getestet. Ich habe einen Link dazu gepostet. Das ist tatsächlich sehr interessiert und viele auf dem Kongress wissen sicherlich, wie das funktioniert. Und ja, sie sehen besser aus als diese Avatar. Aber was auch sehr interessant ist, ist, was eigentlich hinter diesem System passiert. Sie haben eine Website, iBorderControl.net oder .org, ich bin mir nicht sicher, man kann es googeln. Und sie geben einige interne Informationen und das ist das hier. Das heißt, man kann ungefähr eine Idee haben, man muss da irgendwie reinkommen und dann gibt es eine Portable Unit an der Grenzposten. Vielleicht gibt es Menschen, die das verstehen können. Das wäre sehr interessant, was da passiert. Was mich sehr interessiert, ist dieser Database-Part in der Mitte. Diese sammelt irgendwie Daten, eigenartige biometrische Daten, aber wir wissen nicht genau, was das sein soll und andere Agenturen auch nicht genau, aber sie bauen ganz viele Datenbasen auf. Und die Frage ist eigentlich, was passiert mit diesen Daten? Und ja, natürlich so, ist das irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre, diese Daten zu sammeln und sie zur Europäischen Union zu bringen? Ja, hier sagen sie natürlich, es gibt ganz viele Terroristen und wir wollen Leben retten, ja, ja. Aber dafür wollen sie halt diese ganzen Daten sammeln. Was ich denke, was tatsächlich wichtig ist zu benennen, sind diese Project Partners. Das heißt, ja, Leute, die auch da arbeiten. Das nächste Programm heißt RoBorder. Sie sind tatsächlich ziemlich gut mit diesem Namen. Es ist ein vollfunktionales, autonomes Border Surveillance System, also Grenzüberwachungssystem. Und das klingt irgendwie nach Terminator für mich. Das heißt, sie wollen irgendwie Drohnen in die Land und auf das Meer schicken. Und sie haben da wirklich sehr viele Pläne. Sie wollen ein Bild von der gesamten Mittelmeer machen, wo sie ja vor und zurück fliegen können, wie sie wollen. Und wir werden sehen, wie es funktioniert. Aber das ist tatsächlich, was sie planen. Sie wollen mehrere Drohnen schicken. Was sehr interessant ist, ist, dass sie ein Mobile Operations Center benutzen, namens Muros. Das ist ein das typische Polizeiüberwachungsauto aus Berlin. Das hat die Polizei gebaut und das ist quasi das Zentrum, wo dann immer alle die Daten zusammenkommen. Das heißt, wenn man technisch darauf guckt, dann ist das eigentlich eine ziemlich harte Aufgabe. Und ich bin tatsächlich sehr interessiert, ob das tatsächlich funktioniert. Das ist die wirklich interessante Frage. Wenn Sie die Fähigkeiten haben, von denen Sie sagen, sie zu haben, dann können Sie live sehen, was dort passiert und Sie können tatsächlich live sehen, wie dort Leute sterben. Wenn das nicht der Fall ist, dann zahlen man einfach Geld für diese Cyber-Dinge und die Frage ist, wer kontrolliert es eigentlich? Und ja, es fließt halt immer mehr Geld dorthin und es wird tatsächlich auf sie geworfen. Und darüber müssen wir wirklich reden. Was passiert außerdem mit all den Daten, die sie da sammeln? Es werden private Daten gesammelt und das ist einfach, da muss man drüber sprechen. Was sollte getan werden? Zuerst müssen wir, also wollen sie dafür sorgen, dass Migranten nicht auf diese irregularen Wege nach Europa kommen. Solange es diese Boote gibt, etc., gibt es halt diese irregularen Wege. Und ja, solange Leute irregular nach Europa kommen, werden diese großen Sachen forciert, statt legale Wege nach Europa zu kommen, zu besprechen. Das Ganze muss irgendwie alles mehr öffentlich passieren.
Also wer hat alles Zugriff, und wir sollten darüber sprechen, was tatsächlich dort passieren kann und wie man tatsächlich damit Menschenleben retten könnte. Was außerdem wichtig ist, ist Transparenz in den Entscheidungsprozessen, weil diese Prozesse auf menschliche Leben einen riesigen Einfluss haben. Wir haben keine Ahnung, wie diese Daten, also welche Daten sie tatsächlich nehmen und welche Daten nicht. Frontex versucht tatsächlich irgendwie NGOs und anderen die Möglichkeit zu geben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sea-Watch hat sich dafür beworben, aber wurde tatsächlich abgelehnt. Was tatsächlich sehr wichtig ist, ist die gleichen Privatstandards überall. Danke, das war's hier. Hier sind die Grevellen. Hallo, lieb. Dieser Talk war übersetzt von Katie, JP und Miss Sensei. Ihr könnt uns gerne Feedback über Twitter geben unter dem Hashtag C3T oder uns das mailen an hello@c3lingo.org. Nun kommen die Fragen. Die Daten, die ihr genannt habt, die öffentlich sein sollten, fällt das unter GDPR, DSGVO? Sollten die Daten mehr öffentlich gemacht werden oder werden die hinter irgendwas versteckt, also hinter dem Regierung? Bisher haben wir noch nicht geschaut, EOS-Daten zu bekommen. Diese Anfragen haben wir noch nicht gemacht. Die Sache ist, es sind kommerzielle Daten, also die meisten kommen von kommerziellen Services, und es gibt da halt diese Copyright-Rechte. Aber was passiert ist, ist die Idee, Frontex zu verklagen wegen dieser Positionsdaten, was tatsächlich auch sehr interessant wäre. Wir vermuten, dass sie tatsächlich näher daran sind, als sie tatsächlich sagen, an vielen. Okay, das ist direkt da eine anschließende Frage. Gibt es genug öffentliche Informationen wie ADS-B über die Flugzeuge und die Schiffe, darüber, was Frontex tatsächlich tut? Weil die könnten ja auch zuhören und es sehen, aber tatsächlich nichts tun. Und es wären ja tatsächlich die interessanten Informationen für euch. Oder drehen die ihre Transponder auf, um zu verstecken, wo sie gerade sind? Ja, das machen sie. Das ist die kurze Antwort darauf. Ja, es ist ein bisschen eine seltsame Situation, weil wir fliegen von Lampedusa aus und Frontex fliegt auch von da aus. Und morgens stehen unsere Flugzeuge meist nebeneinander und danach landen wir auch an der gleichen Stelle und dann sprechen wir miteinander. In manchen von diesen Gesprächen haben sie tatsächlich zugegeben, dass sie das machen. Und der einzige Weg für uns, manchmal bekommen wir von ihnen ein bisschen Daten, manchmal bekommen wir von ihnen auch ein paar militärische Daten, manchmal schalten sie das ab. Aber genau, die meiste Zeit ist das eigentlich abgeschalten und dann wird es danach in den Daten veröffentlicht, aber nicht live, und damit können wir dann nicht mehr arbeiten. Und für die Schiffe ist das im Wesentlichen das Gleiche. Die Europäische Union hat alle ihre Schiffe zurückgezogen, weil mit Schiffen müssten sie tatsächlich Leben retten, und das passt nicht damit zusammen, was sie tatsächlich machen wollen. Und deswegen haben sie gerade nur Flugzeuge im Einsatz und sammeln Daten, und die geben das an die Küstenwache, und die Küstenwache hat Schiffe, die sie einsetzen, die von der EU gesponsert sind, und die libysche Küstenwache hat die Konvention unterzeichnet, was sie eigentlich davon abhalten sollte, Leute zurückzubringen, und oder es nicht unterzeichnet, und die geben halt die Daten dann an die libysche Küstenwache und die ziehen die Leute zurück nach Libyen, sodass sie nicht nach Europa einreisen können, und wir können das beobachten. Vielen Dank für den interessanten Talk.
Ich habe mich gewundert, dieses Überwachungssystem, wenn es implementiert wird, könnte es tatsächlich zurückfeuern? Weil, soweit ich weiß, ist es extrem illegal, nicht Leuten in Not zu helfen in dieser Situation. Wenn da also ein 24/7-System, Überwachungssystem ist, des Mittelwehrs, das irgendwie manuell oder auch automatisiert überwacht wird, ist das illegal. Ja, wir glauben, dass das aktuell bereits passiert, dass die in ihren Archiven schon problematische Sachen haben. Und wenn es öffentlich würde, wären sie darüber natürlich nicht glücklich. Und das ist, warum wir darüber tatsächlich Transparenz wollen und dass diese Daten öffentlich geteilt werden, weil das auch ein Kontrollmechanismus für sie wäre. Das geht hier um die ganze Privatsphärendebatte, aber genau um die Beweise zu bekommen, dass sie das tatsächlich bereits machen, dafür wäre es gut. Eine Frage aus dem Internet. Wenn wir Menschenrechtsverletzungen wahrnehmen, sind da nicht irgendwelche Regularien, wie damit dann umgegangen werden muss, darüber, dass Leute das quasi wahrnehmen, aber nicht reporten, nicht darüber berichten? Das ist ein bisschen schwierig für uns als zivile Personen. Wir können das nicht machen. Dass die Staaten, die in dem Fall die Rechte und die Gesetze brechen, oder dass wir die Libyen vor das Gericht ziehen, und sie selber haben daran kein Interesse, das zu tun. Deswegen hängt es ein bisschen von verschiedenen Sachen ab. Die einzigen, die das tatsächlich anklagen könnten, sind die Leute, die es direkt betrifft, also die Leute auf den Booten. Oder wenn Leute gestorben sind, ihre Verwandten könnten auch das anklagen. Aber in den meisten Fällen sind die Personen nicht tatsächlich an Orten in Europa, an denen sie Zugang zu diesen rechtlichen Systemen und rechtlichen Prozessen wirklich haben. Und in den meisten Fällen, wo also der Staat involviert ist, staatliche Akteure involviert sind, dass Gesetzvollstrecker sie verklagen könnten, das ist interessant in Bezug auf Italien, weil Italien hat Schiffe dort von deren Navy, und einige von den einige Gruppen in Italien recherchieren in diese Richtung, und wir sind mit denen in Kontakt und geben denen unsere Daten, damit vielleicht die Möglichkeit besteht, dass die italienische Navy angeklagt wird und es da sich irgendwas ergibt. Und das Einzige, was wir aber sonst tun können, ist, dass wir das publizieren und dass das weit bekannt ist, dass das passiert, dass hoffentlich aus diesem öffentlichen Druck sich was ergibt, aber wir können die nicht selbst anklagen vor Gericht. Ein Nachtrag dazu? Was wichtig ist, wenn man sich dieses Thema anschaut, dann geht es um Verantwortlichkeiten. Vielleicht ist da eine verantwortliche Person, wenn wir eine Risikoanalyse anschauen, dass es eine strengere Grenzkontrolle gibt, die es schwieriger macht, in Land A oder B einzureisen. Das ist wirklich sehr abstrakt, diese Risikoanalyse, wo viele Leute an verschiedenen Stellen Entscheidungen treffen, was es schwierig macht für Leute, nach Europa einzureisen. Und es gibt aber dann selten die eine Person, die dafür verantwortlich ist. Und das ist dadurch sehr komplex. Letzte Frage. Vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht. Eine kurze Frage über AIS. Guckt ihr euch auch Sachen an, wie zum Beispiel innerhalb der legalen Grenzen natürlich, wie zum Beispiel Metadaten, die irgendwie leaken durch Seiten, die sie benutzen, um zu schauen, was sie zum Beispiel nutzen? Aktuell gibt es diese Daten nicht, außer für Radiorufe. Und hier gibt es auf jeden Fall Leute, die sich mit Radio auskennen. Und wir finden es sehr interessant. Also wenn es hier Leute gibt, die uns da unterstützen können, wäre das super. Vielen Dank an euch für die Arbeit, die ihr gemacht habt. Das war die Übersetzung. Gebt uns gerne Feedback.